Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu City Skylines Xbox One Edition hier in unserem Tropic Special im Sommer. Na, jetzt ist eigentlich schon Herbst mittlerweile. Puh, wir hätten eigentlich schon lange fertig sein sollten. Und ja, eigentlich, wo waren die Folgen in den letzten 2 Wochen? Das gibt's doch wohl nicht. Frechheit, was der Sonnichi hier macht. Nein, liebe Leute, ja, wie es immer so ist, ne, dann kommt das Game raus, ihr habt es ja selber bei mir gesehen, da habe ich ein bisschen Forza gespielt, ich habe das gespielt und das gespielt und ja, irgendwo ist die Zeit dann doch ein bisschen rar, gerade wenn man auch noch berufstätig ist und dann auch noch eine Familie hat und. Aber heute geht's weiter, wie versprochen und wir werden heute auf jeden Fall hier unten erstmal den Strand, den Boulevard wieder ein bisschen weitermachen. Ich würde sagen, dass wir da erstmal die Partymeile wahrscheinlich auch erstmal durchgehen. Ich muss erstmal einen kleinen Überblick mir verschaffen, wo, was, wie, wo und warum. Und wir hatten noch ein großes Ziel, das wollte ich in der letzten Folge noch machen. Und zwar wollte ich den Kreisverkehr, den Stadtverkehr ein bisschen verbessern. Also wie gesagt, es läuft ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht läuft, ne? Was mir halt nicht gefällt, ist, dass die halt alle da durchfahren müssen und dadurch staut sich es halt ein bisschen. Die wollen ja dann da drauf fahren. Die wollen auf die Autobahn. Wir brauchen also quasi nochmal eine separate Auffahrt, sag ich mal, damit die direkt auf die Autobahn können. Und, ja, da bin ich halt am überlegen, wie ich das jetzt am dümmsten mache. Ich meine, dort fahren sie von dort in den Gebiet rein. Vielleicht lasse ich sie hier rausfahren. Hier so irgendwo. Probieren wir es mal hier. Weil die hätten ja die Möglichkeit, auch von da zu kommen und dann dort reinzubiegen. Ja, doch, eigentlich schon. Und die alle denken sich jetzt, was, wovon redet er? Oh mein Gott. Nein, ich zeig's euch jetzt. Ich muss nur ganz kurz laut überlegen. So, erstmal brauchen wir eine Straße. Eine Einbahnstraße. Und die setzen wir quasi, ich sag jetzt mal, zeig mal, wie ist denn die Höhe? Damit die Abstände auch wirklich okay sind. Ja, ich würde sagen, setz mal hier rein. Und jetzt gehen wir hier unter Tunnel rein. Bäm. Und jetzt müssen wir Richtung Autobahn. Kann jetzt nicht so schwer sein. Zack. Da lang. So, wieder nach oben. Und dann hauen wir da auch eine Auffahrt drauf. So, stört das, wenn das eine Doppelauffahrt? Wir können die aber natürlich auch so draufhauen, aber dann staut sie es doch wieder. Nee, wir machen das so. Ich glaube nicht, dass das so ein großes Verkehrsaufkommen wird. Zur Not müssen wir es nochmal ändern. Aber lasst uns das erstmal so machen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das quasi jetzt so ein bisschen entlasten. Wo ist denn jetzt der Eingang? Ach ja, da unten am... Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn jetzt? So, und rein theoretisch könnten jetzt quasi schon mal die ersten dann da reinfahren. Das behalten wir einfach mal unter Beobachtung, würde ich sagen. Oh nein, schön Gebäude. Nicht weggehen. So viel zum Thema ausdekorieren dann. Aber ihr seht ja auch selber, wir müssen auch wieder neue Gebäude machen. Es ist halt leider Gottes die unheimliche Wohnanfrage. Und ja, hier müssen wir dann mal gucken bei dem Gebiet. Vor allem hier haben wir immer noch keinen Namen, fällt mir gerade auf. Wir wollten doch einen ganz großen Namen hier machen. Leute, das schleift. Lasst euch mal ein paar Namen einfallen für dieses Gebiet. So, da hatten wir den Tunnel. Ja gut, man könnte jetzt hier irgendwo noch ein kleines Dörfchen anbringen oder hier hinten. Müssten wir aber natürlich erstmal den Strom wieder ranziehen. Aber wäre auch schön hier so am Wasser. Oder. Wir bringen die Gebäude jetzt erstmal hier rein, in Forsthausen. Wo, wie gesagt, Industrie ist ja eh nur noch wenig gefragt. Von daher könnten wir hier ruhig noch ein bisschen was draus zaubern und ein bisschen Wohnfläche schaffen. Ja, sorry, da müssen jetzt mal 2 Gebäude dran glauben. So. Und dann auch mal gleich... markieren. Sehr schön. Damit wir erstmal die Wohnanfrage befriedigen können. So, hier machen wir auch. Ne, pass mal auf. Wir machen in der Mitte machen wir groß. So. Und da machen wir klein. So. Führt ja auch direkt hier an den
ich sag mal, an den großen Verkehr entlang. Ist der Wahnsinn, ne? Wie viele hier reinfahren wollen. Vielleicht sollten wir da auch nochmal eine Entlastung schaffen, wenn wir nochmal eine Unterführung quasi so lang machen. Aber hier, das wird genutzt jetzt. Also die biegen jetzt schon hier ab. Das klappt. Das heißt, in der Richtung sollte definitiv bald Entspannung sein. Oh Gott, die ganze Feuerwehr überall. Hier sieht es noch ein bisschen eng aus. Die fahren hier runter und wollen dann, wo lang? Na, wollen abbiegen. Ja, so viele Leute da, die da auch spazieren gehen. Wir müssen denen hier, glaube ich, noch eine andere Ausfahrt geben. Ich würde sagen, wir lassen die mal noch absplitten. So. Und setzen mal noch eine Ausfahrt hier so ran. Dann haben die zwei Möglichkeiten quasi zu fahren. Und dasselbe könnte man auch in die Richtung machen, wenn die da drauf wollen. Dann sieht das auch wieder ein bisschen symmetrischer aus. Nee, du sollst den Knick nach so machen. Warte mal. Ja. Sag mal her. Ja. Das können wir gerne so machen. Was wollen wir hier? Hier in der Mitte würde ich gerne was Cooles setzen wollen. Bei dem Kreisverkehr. Ich meine, das sieht ja schon nicht schlecht aus. Da könnte man auch einfach einen Fußweg machen, weil ihr seht ja selber, es laufen ja eigentlich recht viele Leute. Aber gut, sie laufen halt außen rum, ne? Aber kommt, lass uns mal noch hier in der Mittelente was machen. Was ist so viel Kleinscheiß, den wir jetzt hier noch dieser tropischen Insel hier zu machen haben. Bam, 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 bam. Nee, guck mal hier. Nee, Freiheitsstatue würde auch nicht passen. Nicht auf die Insel. Nein. Die Steuerbehörden. Ah, das ist wieder der Mist, dass das wieder, weil es zu rund ist. Halt nicht. Oh mein Gott, ist das gigantisch. Was ist das für ein Gebäude? Kolossalorder, internationales Büro. Alter, ja, das könnte mal eigentlich kommen. Das könnte man eigentlich mal noch mit hier drüben hinpflanzen, so ein Riesenschinken. Komm, hau das ruhig daran. Denn schon. Zeig mal her. Mach mal Licht an. Reicht der Strom noch? Guck mal ganz kurz. Halt, nicht Stadtinfo. Komischerweise drücke ich immer wieder den falschen Knopf. Strom ist noch alles cool. Wasserverfügbarkeit ist auch noch alles gut. Abwasser geht langsam ein wenig zurück, aber es ist noch alles im grünen Bereich. Ja, komm. Den Schinken lassen wir da auf jeden Fall stehen. Hier müssen wir ja dann auch noch die Gebäude machen. Aber das können wir erst Stück für Stück machen, wenn hier alles ein bisschen besser geworden ist. Obwohl, ja, ihr seht ja selber, wir haben ja hier noch ordentlich zu tun. Linie unfertig. Was für eine Linie? Warum ist da eine Linie? Was ist das für ein Bahnhof? Wann haben wir denn den Bahnhof gebaut? Gott, ich hab total Blackout. Naja, hier ist er auch. Dann verbindet das doch einfach. Wo ist das Problem? Bahnhof. Bahngleis. Zuglinie. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Ich glaube, jetzt habe ich eine doppelt und dreifach gemacht, ne? Jetzt ist sie weg. Jetzt gehen die Leute weg, keine Linie mehr, ne? Neue Linie hinzufügen, so. Dann muss sie miteinander verbunden sein in den Kreis. So, Haltestelle hinzufügen. Ich meine, ich könnte es ja wieder abbiegen lassen, lass die Gleise da nochmal führen und dann fährt er halt meinetwegen eine Bimmelbahn hin und her. Ob das Sinn macht, ist jetzt erstmal die andere Frage. Na, lass mal, machen wir mal gleich weiter. Wir haben jetzt mal noch hier zu tun. Oh, das wird aber gemütlich hier. Oh, mit der Figur da. So richtig herrlich hier geworden, ne? Arbeiter Forest Viertel. Oder wie haben wir das genannt? Ja, Forstihausen. So. Der kreative Name. Guck mal. Ist doch ganz hübsch. Ist doch ganz niedlich hier geworden. So.
Jetzt müssen wir mal gucken. Was sagt der Kreisverkehr? Der kreiselt noch vor sich hin. Ja, dort stehen sie halt, ne? Dort stehen sie halt. Die wollen geradeaus, links, rechts. Ja, ja, da müssen wir jetzt uns was einfallen lassen. Wo wollen die meisten hin? Nach links, ne? Die meisten wollen Tatsache nach links raus. Deswegen staut sich der Mist da vorne. Also müssten wir da vielleicht schon wieder die Möglichkeit geben, irgendwie die nochmal nach links zu bekommen. Ja, wobei. Eigentlich wollen die meisten geradeaus. Ist halt schade, dass man hier immer mit diesen Kackampeln. Bei manchen Stellen würde ich lieber die Ampeln weglassen. Leider, leider, leider. Ich könnte natürlich auch eine Einbahnstraße machen. Dann wird es keine Ampel geben. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mein Gott, Kreisverkehr heute. Große Arbeit, ey. Und zwar, wenn wir... Ich lösche mal das hier weg. Nee, 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 nee. Lösch mal weg. Lösch mal weg. Und das da auch weg. So, und jetzt passt mal auf. Jetzt nehmen wir uns eine Einbahnstraße. Ladadi. Ladada. So. Nee, ich möchte schon, dass es einigermaßen hübsch aussieht. Zeig mal her. Könnte ich bitte freies Form bekommen? Dankeschön. Es muss ein bisschen hier so hin. So. Okay, einmal so ran. Und dann dasselbe in die andere Richtung. Einmal so ran. Und jetzt muss die Straße... Was ist das hier? Ist das auch eine Einbahnstraße? Ne, das ist eine normale Straße. Okay. Und das ist die Hauptstraße. So, wenn die jetzt von der Einbahnstraße kommen. Ja, wenn die jetzt von dieser Einbahnstraße kommen, dann können die dort nach links abbiegen und sind dort. Dann staut sich es aber an zwei Stellen, wo wir zwei Kreuzungen miteinander haben. Richtig? Richtig. Es sei denn, wir verbinden erstmal die zwei Dinger hier. So. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, jetzt wären wir die Straße da. Das war die mit dem Fahrradweg. Die hauen wir jetzt so dran. Will er nicht? Magst du nicht? So. Sieht crazy aus. Das funktioniert? Ich bin mir noch nicht sicher. So, und jetzt haben die nur die eine Kreuzung. Das heißt, die müssen erstmal da runter und können sich dann dort aufteilen. Und bis dahin ist ja eigentlich viel Platz, oder? Hier unten ist nämlich keine Ampel. Da haben wir keine Ampel. Aber wenn ich das jetzt hier miteinander verbinde. Oh Gott, so viel Theorie hier. Zeig mal her, nur mal ganz kurz gucken. Ich will nur was schauen. Ist doch die falsche Straße jetzt, oder? Oder warum ist hier eine andere Beleuchtung als da? Ja, das ist die viel zu große Straße. Aber es kommt keine Ampel. Das, ja doch, das klappt, das klappt, das klappt. Welche Straße war denn das? Mit Fahrradweg? Ne, das war hier mit Busspur, ne? So wie es aussieht. Ja, ja, mit Bus. Sechsspurig, sechsspurig, Segogras, Bäume, Fahrrad, Bus. So, und jetzt machen wir hier, verbessern. Okay, geht nicht zu verbessern, dann müssen wir es halt selber bauen. Gerade. Ist das? Sieht immer noch anders aus, ne? Dann ist es die vierspurige. Verdammte Axt. Vierspurige. So, vierspurig mit Bus. Da. Verbessern. So, jetzt aber. Genau, jetzt knallen die da so ran. Dann könnten die quasi immer noch da reinfahren, aber es sollte keine Staus geben, weil keine Ampeln. So, und dasselbe machen wir jetzt in die andere Richtung. Da, badam, bam, bam. Busspur.
Ich glaube, mit Freiform hatten wir das da drüben gemacht, ne? So. Ob das klappt? Ich bin mir nicht sicher. Wir lassen es mal laufen. Wir lassen es mal laufen und schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Mein Gott, jetzt. Wie lange habe ich mich jetzt bitteschön an diesem Kack-Kreisverkehr aufgehalten? So. Wir brauchen, ja, Industrie. Wir könnten noch ein paar Bürogebäude setzen. Die könnten wir mal hier unten noch einpflanzen. Hier direkt an den riesen Klopper dran. Das passt eigentlich recht gut. Ja, mach mal hier so hin. Das lassen wir so. Ich hoffe, euch ist das jetzt nicht zu dunkel, aber ich dachte jetzt mit ein bisschen Tag-Nacht-Wechsel sind wir mal ganz schön zu sehen. So. Ja, hier müssen wir jetzt auch langsam was hinmachen. Aber erstmal muss die Partymeile ja stehen. Die Partymeile ist ja hier unten, diese Straße. Und hier müssen wir natürlich dann immer was Passendes machen. Dass das halt ganz cool aussieht miteinander. Kriege ich da unten einen Fußweg reingezogen? Ist die Frage. Habe ich irgendwo Platz hier noch dazwischen? Ach, dort haben wir den Fußweg nach oben. Na, okay, das reicht ja. Ein paar Meter können die ja mal auch laufen. So, dann lasst uns mal dort noch was hin basteln. Damit jetzt endlich mal hier die Seite mal so ein bisschen vorwärts geht, sage ich mal. Diese Feuerwehr, ey. Was war das jetzt hier? Die Steuerbehörde passt jetzt hier nicht hin. Was haben wir hier? Die Großbibliothek? Ne, die müsste eigentlich auch rüber dann auf die andere Seite. Turm der hohen Zinsen. Ja, den können wir, glaube ich, hier vorne irgendwo hin balancieren. Ist der hier so, der wurde hier? Da, ich habe gerade was gesehen. Guck mal hier. Da passt er richtig schön rein in dieses kleine Ding. Das können wir nachher noch ausschmücken, bisschen ausdekorieren, müssen wir ja sowieso. Aber das kommt, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Lass das mal so. Ja, das wird hier, das wird richtig Touri-like hier. Da gibt es auf jeden Fall ordentlich was zu sehen. So. Was haben wir jetzt hier noch? Das Stadion. Direkt ein Stadion könnte man eigentlich auch machen. Warum eigentlich nicht? Mach das mal hier so mittendrin. Die Frage ist... Nö, warum? Dann laufen die an den Läden vorbei. Ich habe kurz überlegt, ob ich da noch einen U-Bahnhof setze. Oder ob wir allgemein demnächst machen. Aber eigentlich nicht, weil... Dann sind die Leute ein bisschen gezwungen an den Läden. Wo sind meine Palmen? Da. Erstmal müssen wir hier schon mal ein bisschen ausschmücken. Meine stehen tut es ja schon mal. Und das ist ja jetzt kein Gebäude, was sich wieder weglöst. Hat auf jeden Fall einen schönen Platz hier. Der Parkplatz ist gerade, wird nicht so verschandelt. Also das passt auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt nehmen wir wieder den Fahren. Also ein bisschen... umranden. Ich irgendwie da vorne so einen kleinen Busch dazwischen. Oder eine Palme. Kriege ich jetzt eine Palme irgendwie dazwischen? Manchmal habe ich doch immer das Glück, dass da irgend so ein Millimeter ist. Aber diesmal ist es dicht an dicht. Keine Chance. Verdammt. Verdammte Axt. So, zeig mal her. Ja. Genau. Ruhig hier so ein bisschen... Pflanzen, 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 Pflanzen. Hier haben wir noch so einen schönen Hof. Hier könnten wir eigentlich den Fußweg noch vom Stadion lang gehen. Passt mal auf, den machen wir auch noch. So. Dann haben die hier nochmal so einen kleinen Weg. Den können wir auch noch ausdekorieren. Natürlich, im Urlaub gibt es wieder die Palmen. Dürfen ja nicht fehlen. Ja. Trashig. Hier sind mir viel zu wenig Palmen den Weg entlang. Den haben wir auch nicht ausdekoriert, sich gerade. Jetzt hat man hier doch schon lange ein paar Pflanzen gemacht. Oh, das ist eine große Palme. Hier so eine kleine. Genau. So eine will ich. Ja. Die Wege ein bisschen schöner aussehen.
Ja, zu einem kleinen Rand, meine ich, wo man was dazwischen hämmern kann. Das finde ich immer ganz cool. So, jetzt nehmen wir nochmal hier ein bisschen fahren. Setzen wir aber mal ein bisschen weiter weg, denn ich würde da gerne nochmal diese kleinen Büsche machen wollen. Ja, ran da. Hier kann noch, das kann auf jeden Fall so dazwischen rein. So. Und jetzt nehmen wir diese kleinen Dinger. Ah, ein bisschen größer. Ah, ein bisschen zu groß. Dann nehmen wir doch die kleinen. Sieht man so, ja. Wenn wir bloß ein paar kleine Highlights geben hier quasi den Weg entlang. Ah, dann können die halt direkt auch von der Seite quasi dann ins Stadion reinmarschieren. Vor allem gerade, wenn sie unten vom Ballermann kommen. Das passt doch. Das sieht ganz nett aus. Guck mal. Ja, das passt. So. Ja, hier unten müssen wir auf jeden Fall dann noch ausdekorieren. Ich meine, unsere kleinen Häuschen, die stehen zumindest. Das sieht ganz gut aus. Ach ja, hier, unser Abonnentenhaus. Auch ganz hübsch. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Mein schöner chinesischer Garten. Den hat es auf einmal abgehoben. Den können wir da nicht so stehen lassen. Da muss da was anderes rein. Apropos, schon mal aufgefallen, dass wir auch mal wieder eine Grundschule oder irgendwas bräuchten. Na gut, vielleicht nicht am Strand. Wobei, eine Schule am Strand. Wäre das nicht der Ultra-Shit? Die Ultraschule? Nee, aber nicht im Touristengebiet. Aber wir können ja hier drüben kurz schon mal eine Schule ranbauen. Ruhig hier so dazwischen. Okay. Ist gar nicht so leicht, wenn wir so viele Gebiete hier gleichzeitig machen. Versuchen zu managen. Versuchen mal da zu gucken, wo es immer passt. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall noch optisch was machen. Ich meine, klar, das ist hier diese typische kleine Miststadt am Rande. Oh, das ist ja auch alles noch Touri. Ach du Scheiße. Man glaubt immer gar nicht, ne? Wir haben am Anfang so gedacht, na, ob das Gebiet überhaupt reicht. Aber wenn du wirklich alles nur mit Touristenzeug machen willst, ja. Also das wird A, ziemlich teuer. Und B, muss man halt echt immer gucken, weil ihr seht ja selber unten rechts. Gewerbe und so ist halt aktuell überhaupt nicht gefragt. Null. Wir müssen halt nebenbei Gebäude setzen. Also Einwohner müssen ran, so oder so. Und dafür werden wir jetzt auch schon mal ein bisschen sorgen, indem wir jetzt erstmal hier diese Fläche mit Einwohnern besetzen. Vielleicht hier so ein bisschen. Solange es nicht unten am Ballermann ist, ist es ja eigentlich wurscht. Apropos, wir gucken gleich mal, was unser Verkehr da unten macht. Ne, das wäre blöd, wenn das hier alles Einwohner ist. Im Auto mache ich mit der Fläche noch ein bisschen was vor. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja gut, man könnte jetzt hier, könnte man noch Einwohner setzen. Rein theoretisch. Das ist zu viel. Machen wir mal hier die Flächen. Was süß, diese kleinen Häuschen immer. Nee, ist too much. Dann müssten die sich eigentlich miteinander Strom geben. Und das sollte eigentlich passen. So, dann haben wir erstmal die Reihe und dann lassen wir erstmal weitersehen, wie viel Platz da ist. Damit wir sehen, wo wir halt noch so Special-Dinge reinbauen können. Und jetzt heißt es nochmal runter zur Richtung Ballermann. Beziehungsweise Nebenstraße hier. So, da ist die Verbindung. Das heißt, wir können hier wieder was Cooles machen. Wir haben noch keinen Freizeitpark, ne? Kann das sein? Der Freizeitpark am Strand wäre natürlich geil. Gibt's ja so überhaupt noch nicht in der Realität. Nein. So, da haben wir die Fußwege gemacht. Das ist natürlich jetzt schwierig. Hier passt er rein. Hier würde er reinpassen. Zeig mal her. Ja, komm. Komm, passt. Passt, wackelt, hat Luft. Hast du einen Fußweg drumherum? Wenn nicht, baue ich dir jetzt gleich ein. Dann machen wir nämlich noch die Verbindung zu den Sandweg. Ach nee, das ist die Straße, ne? Das war die Straße. Ja. Nichts mit Fußweg.
Okay, aber das ist eigentlich ganz cool. Direkt neben dem Aquarium sogar. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich das so gemacht hatte. Werden wir mal schauen, ob man hier vielleicht noch den... Der japanische Garten ist zu klein. Den könnte man aber vielleicht von der Richtung kommen lassen. Sag mal her hier. Ja. Lass den ruhig da anlaufen. Da ist der Fußweg. Hier so ein bisschen verschütteter Fußweg. Wenn das jetzt nicht schlimm ist, halt Sand, ne? Dort ist er ein bisschen, ja, ein bisschen krumm und schief. Aber dafür ist ja oben noch alles okay, oder? Hatten wir hier nicht schon Palmen gesetzt an dem Beachvolleyballplatz? Ich bin mir nicht sicher. Aber anscheinend, wie es aussieht, noch nicht. Na gut, wir wollten erstmal platzieren. So, kurzer, grober Überblick. Heidekrautviertel? Wir haben hier ein extra Viertel. Wir haben das doch auch mal umbenannt, oder? La Chiesa della Torta? Gehört das nicht mit dazu? Das Heidekrautviertel gehört doch mit zu La Chiesa della Torta. Moment mal. Ach so, nee, hier haben wir... Genau, da ist das. Und hier haben wir... Wegen dem Ballermann hat man das so gemacht. Dann müssen wir das vielleicht mal noch umändern, irgendwie. Ballerfrau oder keine Ahnung. Product Placement. So. Gut. Ich brauche kreative Ideen, liebe Leute. Ich brauche kreative Ideen. Wir müssen hier noch was dazwischen stecken. Damit wir das schon mal haben. Was war das? Weltraumlift. Ach ja, der Weltraumlift. Ja gut, der passt jetzt nun hier nun wirklich nicht rein. Ne? Also. Wir wollen mal nicht übertreiben. Ach, warte mal, eine Arztpraxis. Eine Arztpraxis ist auf jeden Fall wichtig. Die kann auch ruhig an den Strand ran. Neben dem Beachvolleyballplatz. Ja, das können wir machen. Können wir gucken mal, wo wir noch eine hinsetzen. Echt? Die sind alle bedient hier mit Arzt? Krass. Na, wegen dem Krankenhaus, ne? Wie sieht's denn hier drüben bei euch aus? Wo bin ich denn? Oh, könnte besser sein, ne? Guck mal, dann kriegt ihr eine Praxis. Kriegt ihr... Am besten... Hier so hin. Bitteschön. So, freut euch. Habt Spaß damit. Und fertig. So, ich brauche aber noch irgendwas Cooles. Was Spannendes zu spielen. Und Schokolade. So, kleiner Spielplatz. So ein kleiner, süßer Spielplatz. Den könnte man... Sag mal. Ach, süß. Der passt ja da niedlich rein. Ah ja. Guck mal, das kriege ich sogar miteinander verbunden, damit das einheitlich aussieht. Passt mal auf. So. Das müssten die Bäume sein. Ja, das sind die Bäume. Zack. Dann machen wir das Ganze zu einem. Dann wirkt das nicht so getrennt, sage ich jetzt mal. Ruhig hier mal so einen Doppelbaum. Wir setzen gleich noch einen anderen Baum dazwischen. So. Hier könnte noch... Passt hier ein kleines Mini-Haus hin? Das wäre eine Idee. Rein theoretisch... Die Frage ist, wie sehr verändert sich das denn gleich? Moment mal, ich kann ja auch eigentlich nur ein Feld nehmen. Auswählen. Eins, zwei. Probieren wir es mal. Ob er da so wächst oder nicht wächst. So, nochmal zu den Bäumen. Hier, das sind die Bäume. Der passt nicht, der passt nicht. Blöd aus. Dann setzen wir hier noch vereinzelt ein Palmchen hin. Kriege ich hier irgendwo ein Palmchen noch rein? Ja, guck mal hier am Fußweg. So, haben wir wieder eine kleine Ecke so ein bisschen hübsch gemacht. Oh, jetzt müssen wir warten, ob hier ein Haus entsteht oder nicht. Ja, das war ja hier dieser komische Durchgang. Wir können... Soll ich das verbinden mit einem Weg? Könnte man machen. Dann ist vielleicht die, das Krumme weg. Bin mir nicht sicher, ob es klappt. Nee, passt nicht rein, ne? Nee. Ja gut, dann müssen wir das jetzt abdecken mit Farn oder irgendwas. Mit Farn oder Busch? Wir könnten jetzt hier so einen Busch reinsetzen. So. Ich glaube, Farn sieht geiler aus.
Boah, ist der riesig. Der wäre ein bisschen zu riesig. Aber den können wir hier vorne so reinsetzen. Hat das Auto da ein bisschen Schatten. Ah. Und jetzt nochmal hier ein Palmchen. Gott, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Oh, vereinzelt ihn reinsetzen. Bam, 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 bam. Ah, da kommt ein Haus. Ja, super. Super, super. Das ist ja mega. Das finde ich richtig klasse. Mensch, das Haus könnte man ja fast denken, als ob der seinen eigenen Spielplatz dann da hat. Komm, bau hin. Bau hin. Guck mal, ist das nicht geil? Da hast du hier so eine Arztpraxis, das. Aber das sieht, das ist eine schöne Ecke jetzt hier geworden. Und dann hast du hier den endlosen Strand. Das ist nicht schön. So, jetzt gucken wir uns das Ganze hier noch an. Im Hintergrund sehen wir auch ein Schiff, wie es da gerade ankommt. Und die nächsten Touristen hoffentlich anschleppt. Und da ist es. Ein Traum von einem Haus. Da möchte ich noch ganz kurz so dieser kleine Busch da. Mal auf. Ich krieg jetzt quasi wie so eine kleine Hecke. So. Achso, das ist dieser Zwischenweg. Und jetzt sieht blöd aus mit der Hecke, oder? So sieht es besser aus, wenn er, so ein bisschen einen offenen Bereich hinten hat, würde ich sagen. Machen wir bloß diesen kleinen Busch da vorne hin. Ah. Irgendwie, na ne, Palm ist too much hier. Ja, so. Das zeig ich mal her. Ja, das geht doch. Das geht doch, das kann man, damit kann man doch leben. Also, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Reinschalten. 32 Minuten, jetzt müssen wir echt mal wieder einen Cut setzen. Haben wir es aber wesentlich endlich mal wieder geschafft, hier bei City Skylines ein bisschen weiterzukommen in unserem Tropic Special. Und ich sage wie immer, ja, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Wortwiederholung hoch 10 hier bei mir im Let's Play. Gottverdammte Angst. Also, bis dahin, haut rein, euer Sonnechi.